So, alles im Lot. Jo, okay. Dann können wir hier jetzt mal gucken, dass wir das Spiel jetzt endlich nochmal geregelt kriegen. Oh, da ist er ja. Unser Dr. Fred. Dr. Fred? Schläft wohl noch. Na, dann muss ich ihm jetzt wohl den... Keine Zeit für Scherze. Ich muss ihn hier rauskriegen. Ah, okay. Erstmal hier rauskriegen. Ich hätte jetzt gedacht, ich muss den dann erstmal aufwecken. Ich habe ihn gerade erst ausgewickelt. Vielleicht das Messer? Wir hatten das Messer jetzt gerade. Ich könnte ihn verletzen. Okay, das ist also wohl nicht die Idee. Dann gehen wir erstmal kurz raus und benutzen mal dieses Seil mit dem Flaschenzug. Besser nicht. Okay. Oh oh. Hey, wo ist er hin? Ah, da bist du. Oh, mir fällt etwas ein. Das Kapital muss versteuert werden, selbst wenn der Name auf dem Formular kleingeschrieben ist. Okay, also die Art von Kram darf ich mir nicht machen. Ach, dann muss ich den hier irgendwie ersetzen. Also ich muss irgendwie zusehen, dass derjenige, der jetzt hier hockt, dann ersetzt wird durch jemand anderen. Und da ist natürlich die Mumie. Mal wieder das beste Mittel. Also Bernard, dann mal raus mit dir. Oh, Popo, den Tag dieses Mann des Jahres. Besucht Weißes Haus. Ist er nicht großartig, unser Popo-Tentakel? So, dann benutzen wir das schlingernde Seil. Das kann ich nicht machen. Nein, benutzen wir das schlingernde Seil mit toter Cousin Ted. Flup. Und dann mal doch mal den toten Cousin mal rot an, damit er auch ein bisschen mehr aussieht wie Dr. Fred. Ted ist rot und Ted ist tot. Ted is red and Ted is dead. Ob sich damals nicht irgendwann Indianer an diesem Ausspruch gestört haben, ich weiß ja nicht. Los, immer noch ganz schön laut auch auf meiner Seite. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so laut ist. Nee, dann benutze mal das besser Seil. Nicht. Wieso besser nicht? Ziehe Seil. Ah, jetzt. Zu schwer? Achso, jetzt, wo das Vogelbad erstmal runter ist. Und Schwupps. Okay, das hat auf jeden Fall gehörig Krach gemacht. So, können wir die jetzt austauschen? Einmal. Und schnell den anderen drauf. Okay. Ich dachte, da war etwas. Alles in Ordnung da drin? Versuch einfach leise zu sein, okay? Na gut. Ja, dann vielleicht benutze jetzt das Seil mit Dr. Fred.
Okay. Zierseil. Zierseil. Und schwupps, wieder eine runter. Den Fehler mache ich nicht noch einmal. Okay. Achso. Oh. Oh. Aua. Der gute alte Cartoon-Gag. Dr. Fred, sind Sie okay? Dr. Fred, ich bringe ihn besser ins Labor. Tja, da müssen wir dann wohl erstmal mit Kaffee aufwecken. Tja, jetzt habe ich ihn hier, aber er ist bewusstlos. Er braucht erstmal ein bisschen Kaffee. Also pack mal den Trichter da rein und pack ihm mal den Kaffee da rein. Oder so ein Muntermacher, wie in Zurück in die Zukunft. Lass uns einen Muntermacher mixen. Wow, der geht rund. Verdammt guter Kaffee. Na denn. Dann geben wir ihm noch mal den Vertrag. Ich habe hier einen Vertrag zum Unterschreiben, Doktor. Tut mir leid. Ich unterschreibe nichts, was ich nicht gelesen habe. Na toll. Gut, dann lesen Sie halt. Ich bin damit beschäftigt, die Menschheit zu retten. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Jetzt lass mich alleine. Nö. Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Vergiss es. Ich werde mich selbst um Purpur kümmern. Oh ja? Wie? Ah, okay. Ich starte eine Petition zur Verbannung aller Tentakel. Ich starte eine Petition zur Verbannung aller Tentakel. Wo soll ich unterschreiben? Prima. Wo soll ich unterschreiben? Genau hier. Setz deinen Willen hier hin, Dr. Fred. So, damit ist die Sache jetzt auch geregelt. Viel Glück! Dann schicken wir doch mal den Vertrag bitte an Hoagie. Ach Gott, wenn er hier unten steht, steht er sogar zum Chrono John. So, Hoagie, dann pack du mal bitte den unterschriebenen Vertrag in die Mailbox. Damit wir dann auch bald die Kohle haben. Ja, das ist immer ein schneller Postservice. Ja, was gibt's? Hallo, ist dort Dr. Fred Ellison? Was glauben Sie, wen Sie angerufen haben? Dr. Spock? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hier ist Fairly Croc von LucasArts. Ich habe gerade Ihren Vertrag unter einigen sehr alten Akten gefunden. Und nun, unsere Anwälte meinen, dass wir, Ihnen 2 Millionen Dollar Tantiemen bezahlen müssen. Nun, weil wir Ihre Familie in dem Maniac Mansion Videospiel benutzt haben. Was? Hier ist Fairly Croc. Das habe ich gehört, Sie Schwachsinniger! Wann bekomme ich mein Geld? Natürlich, sofort. Es ist Ihrem Schweizer Konto gutgeschrieben worden. Dr. Fred hat den Vertrag unterschrieben. Die haben ihn oben Fräulein, eingesperrt unterm Dach. Da habe ich ihn gefunden und dann da aus dem Dach befreit und ihn dann unterschreiben lassen. Da war aber, wie gesagt, noch was halt eben fehlte. Die Leute vom IRC haben ihn nicht direkt mitgenommen, sondern sie haben ihn noch unter seinem eigenen Dach erstmal aufbewahrt, solange sie die Akten geprüft haben und die waren oben unter dem Dach. Und da hatte ich nicht mehr nachgesehen, das war das Problem. So, jetzt haben wir also, achso genau, dann haben wir jetzt hier die Kohle, dann können wir damit schon mal den Diamanten bestellen. So, also einmal hier ran, wir hatten ja im Grunde schon fast alles durch. So, da ist das Nummernkonto, genau. Dann benutzen wir das Telefon, dann können wir das jetzt bestellen. Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Schweizer Nummernkonto. Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Tja, hat das nicht jeder von uns. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846
42735327. In Ordnung, Sir. Wir schicken Ihnen den Diamanten umgehend mit Sofort ist der Da-Service. Na, sofort ist der Da-Service. TM. Na, das ist Service. In der Tat. Aber bei 2 Millionen kann man ja auch mal ein bisschen was erwarten. Wobei, so schnell Lieferung vielleicht auch nicht. Ich bring das besser gleich zu Dr. Fred. Erstaunlich, dass die das überhaupt so liefern, so einen fetten Diamanten. Damit sollte es funktionieren. Ich nicht per Post verschicken. Wo hast du den Diamant her? Ich bekam ihn von einer Gruppe Pfadfinderinnen, die gerade vorbeikam. Very likely. Wie herzerweichend. Können wir jetzt meine Freunde zurückholen? Wir haben das Hauptgerät repariert. Aber bevor wir etwas machen können, müssen beide Zeitkapseln fertig sein. Tja. Dann können wir die beiden zurückbringen. Jetzt brauchen wir noch Laverne. Hoagie und Laverne. Ja, nette Leute. Hoagie ist ja schon durch. Jetzt brauche ich nur noch Laverne. Wie kriegen wir die jetzt bloß hier raus? Wenn er noch das Seil, will mir das irgendwas bringen? Vermutlich eher nicht. Geh nochmal durch den Schornstein. Also hier oben ist auf jeden Fall nichts mehr. Hier sieht es auch noch nichts aus. Vielleicht gleich nochmal draußen gucken, vielleicht habe ich draußen noch irgendwas übersehen. Aber erstmal checke ich jetzt hier die Räume alle ab. Da war nur der Hamster drin. Hier ist nix. Da habe ich schon alles abgeplant. Da habe ich auch schon alles durch. Mit der Mumie haben wir auch schon alles gemacht, was machbar war. Da ist jetzt Popo-Tentakel. Aber auch sonst nix. Und hier geht's halt da hoch, wo sonst die Veranstaltung war. Da hinten ist nix. Nochmal zur Hochsicherheitszone. Vielleicht ist da noch irgendwas. Nö, da sind auch nur die Preise. Kann ich die Bänder nehmen? Geht nicht, das Glas stört. Okay, also da geht auch nichts. Tja, wenn dann wahrscheinlich noch irgendwas draußen. Oder vielleicht doch noch irgendwas in der anderen Zeit oder so. An welche Uhr? An die Uhr bist du schon rangekommen, welche Uhr? Ne, hier an die Uhr noch nicht. Genau, dazu muss ich halt die Wache wegkriegen und damit die Wache hier weggeht, muss ich die Edisons aus der Gefängniszelle vertreiben, mehr oder minder, denn die wollen ja nicht freiwillig gehen. Das heißt, da ist ja eine Katze. Na, sieh mal einer an. Lecker, klasse Ungeziefer. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist eine Sache, die ich ja in Adventure-Spielen hasse, die auch nicht in allen Adventure-Spielen vorkommt. Sieht so aus, als würde sie sich lieber am Zaun kratzen, als mit diesem Nagetier zu spielen. Dass ich halt irgendwo... Okay. Da muss ich jetzt gleich nochmal gucken. Die Katze, okay. Okay, warte mal. So, Moment. Gehe zu Garten. Gehe zu Fenster. Sowas hat sich ja teilweise bei Adventure-Spielen, wenn sich dann irgendwo Orte einfach völlig unmarkiert irgendwie verändern, ne? Ich habe eine Idee. Glaube ich. Ich kann da nicht näher ran. Okay, so kommt sie dann immer raus. Mit dem Hammer mal drauf. Nee, okay. Ich kann da nicht näher ran. Dann verschwindet sie immer. Vielleicht mit dem Kaugummi? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Macht auch keinen Sinn. Der warme Hamster sicherlich eher auch nicht. Das sollte klappen. Jetzt hat sich die Katze schön weiß angemalt. Okay. Okay, und jetzt dampft sie ab aufs Dach.
Aber jetzt hat sie vielleicht eher Lust, mit der Maus zu spielen. Besser nicht. Katze. Komm her, Kitty, Kitty, Kitty. Komm her, Kitty, Kitty, Kitty. Was haben wir denn hier? Sieht aus wie ein Nagetier. So, und noch jetzt, eine Spezies. Und jetzt haben wir einen netten kleinen Skunk-Verschnitt. Der wird die Edisons dann wohl aus ihrer Zelle vertreiben. Hey, seht mal, ein Stinktier. Der gute alte Cartoon-Trick. Toons. Darauf fallen sie immer wieder rein. Kommt zurück, ihr verrückten Menschen! Kann sich ja nur um Stunden handeln! Das dürft ihr nicht! Das ist ein ausbruchssicheres Gebäude! Oh Gott, wie lange braucht denn das Tentakel, um die wieder einzufangen? Wer sagt, aus Cartoons könnte man nicht lernen? Was, Kätzchen? So, ja, Toons. Darauf fallen sie immer wieder rein. So, jetzt aber. Dann öffne doch mal die Pendeluhr. Okay, dann brauchen wir erstmal die Verlängerungsschnur mit der Steckdose und dann benutze die Verlängerungsschnur mit dem Fenster. So, dann haben wir das schon mal rausgepackt. Dann stecken wir doch draußen mal unsere Zeitkapsel an den Stecker. Tack. Steht da eigentlich auf dem Schild? Diese 400 Jahre alte Uhr ist ein witziges Beispiel primitiver menschlicher Zeitmessung. Na denn. So, und dann packen wir mal den knusprig warmen Hamster mal hier in den Generator. Au! Das war nun nicht nett. Okay. Aber Gott sei Dank haben wir ja schon verordnet, dass jeder einen Staubsauger und die Radkappe. Nimm mal die Radkappe. Never know when you might need it. So, wie gesagt, Gott sei Dank haben wir ja das schon verordnet in der Verfassung, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger haben muss im Keller. Das macht keinen Sinn. Nimm Staub da. So, jetzt aber. Nun? Da-da-da-da! Schaut euch den mal an. Er rennt und rennt und rennt und rennt. So. Mit meinen Instrumenten ist jetzt alles fertig. Na deine denn. Freunde haben ihre Stecker eingesteckt. Zeit zum Hebel umlegen. Großartig. Hoagie, ich bin so froh. Ihr lebt alle noch. Ciao. Laverne. Super! Ich bin froh, dass ihr beide wieder da seid. Ich hasse es zu stören, aber wir haben keine Zeit. Ihr seid wieder da und wir haben noch unseren alten Plan. Also, zurück mit euch ins Gestern und dann schaltet die Matschmaschine aus. Was? Wie bitte? Einen Moment, Dr. Fred. Sie sind gerade erst wieder da. Wie wäre es mit einem kleinen... Haha! Haha! Ich kann die Maschine nicht ausmachen, wenn ich als Erster da bin. Ups. Oh oh. Keine Sorge, Jungs. Diesmal weiß ich, dass ich ihn stoppen kann. Wo kommen die bloß alle her? Oh oh. Wir sollten besser etwas unternehmen. Ich meine, ist ja nicht so, als wären diese Tentakel irgendwie die Los schnellsten geht's. Lebewesen auf diesem Planeten. Nein! Wartet! Ihr könnt nicht alle in einen Kasten gehen.
Oh, oh, ich. Oh je, ich ahne was. Etwa die Fliege nicht gesehen. Ah, ja. Grüntentakel war auf jeden Fall sehr erfolgreich in seinem Unterfangen. Wir sind eine Art Monster, Leute. Na prima. Jetzt sitze ich hier den Rest meines Lebens, höre Burner zu und sehe Hoagie essen. Mama hat mich vor Tagen wie diesen gewarnt. Vor exakt Tagen wie diesen. Eine Minute. Es ist Grüntentakel. You better learn your stuff at school, dear lady, or sometimes you'll end up with two guys. Was? Under one shirt. Er wollte euch vor mir warnen. Oh. Wir werden die Matschmaschine ausschalten und deine üblen Pläne stoppen, du Wurm. Ihr Elendshaufen, seid keine Gegner für mich. Aber wir sind zu dritt. Naja, irgendwie. Na und? Ich werde euch trotzdem vernichten. Ja? Du, und welche Armee? Nun, diese Armee natürlich. Oh. Ihr seht, ich war beschäftigt. Das sind alles Kopien von mir aus der Zukunft. Ich habe sie mit dem Chrono John hergebracht. Zusammen werden wir die Welt erobern. Die Welt erobern. Ihr 10 dort. Geht in den Keller und bewacht die Matschmaschine. Ja, wie gesagt, nicht gerade die schnellsten. Niemand darf sie anfassen. So, welche schrecklichen Qualen lasse ich euch nun zukommen? Überlasst sie mir! Ich habe schon lange auf eine Chance gewartet, meinen Miniaturisierer zu testen. Oh oh. Entschuldige mich, uns. Bam! Oh oh. In Ordnung. Der Rest von euch kommt mit mir. Nächste Station, die Welt! Die Welt! Die Welt! Was war sonst? Upsi, wir sind... Die Wirkung lässt nach. Wir sind wieder groß geworden. Upsi. Aha! Lauft los! Run, Forest! Verdammt! Muss erst wieder aufladen, hm? Die Batterie hatte keine Zeit, sich aufzuladen. Aber das wird noch. Schon seltsames Fehlergeräusch für so eine Kanone. Flup. Flup. Leise. Vielleicht findet er uns ja nicht. Ja, vor allem, wenn ihr die Tür offen stehen lasst. Juhu! Wo seid ihr, Menschlinge? Nur Zähne und Verdauungstrakt, aber kein Fitzelchen Hirn. Tja, nun, was machen wir jetzt von hier aus? Telefon? Keine Zeit dafür. Tja, denn? Wir haben jetzt auch überhaupt keine Gegenstände mehr. Beobachtungskamera? Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Besser nicht. Das ist richtig. Ein wahnsinniger 4000-karätiger Diamant. Naja. Die lächerliche Summe von 2 Millionen Dollar. Den brauchen wir nun nicht mehr. Rufen Sie jetzt an. 1800 Star Wars. Rufen Sie an, sagen Sie, Yoda schickt Sie. Yoda schickt mich. Verlangen Sie nach Yoda. Tja, da ist der Zahlenschlitz. Tja, ich denke, mehr als rausgehen können wir eigentlich gar nicht. Aha! Ups. Oh oh. Nimm das! Pam. Und schon sind wir wieder klein. Und das! Nee, jetzt geht's ja nicht mehr. Mist! Dein blöder Strahler hat immer nur genügend Energie für einen Schuss. Nein, 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 geh gefälligst da rein. Denn wie wir wissen, da ist ein schickes kleines Mausloch. Besser nicht. Wieso nicht? Also. Entschuldigung.
Da muss ich mich wahrscheinlich doch gleich nochmal schnorten, wenn das so weitergeht. Werden wir nochmal groß? Ah ja, okay, wunderbar. Öffne Tür. Ja? Ups. Okay, das hat uns also nicht so viel gebracht. Entschuldigung. Und das? Mist. Nee, nicht Bomben, dann mach die wieder da rein. Vielleicht jetzt, wenn wir schnell genug sind und klein genug? Dann vielleicht. Ja? Nee, okay, dann sieht er uns wieder. Nimm das! Okay. Mist! Jetzt vielleicht? Aha. Nee, okay. Oh oh. Nimm das! Mist! Ja, solange wir noch klein sind. Wenn es im Laden nur bessere Batterien gäbe. Okay, jetzt werden wir wieder groß. Okay, jetzt sind wir größer und dann passen wir natürlich nicht da durch. Können wir so? Nee. Sobald ich versuche, so an ihm vorbeizuschlendern, geht das nicht. Nimm das! Gibt ja gar nicht so viele Alternativen, ne? Und das! Mist! Naja, da bin ich jetzt ja erstmal noch nicht bei den, anderen 10, die unten sind. Also das ist ja offenkundig, dass ich hier durch muss, durch das Mauseloch. Das ist ja das Einzige, was ich machen kann. Ist jetzt hier irgendwas? Besser nicht. Drücke Lautsprecher. Nö, geht auch nicht. Jetzt bin ich wieder groß. Wow, das ist laut. Besser nicht. Ah, da ist doch die Kugel. Die Bowlingkugel. Jetzt haben wir zumindest was. Drücke. Keine Zeit dafür. Okay, das brauchen wir nicht. Keine Ahnung, ob ich das anlassen soll. Das reicht uns vielleicht auch schon, ne? Ja, hey. Das reicht uns auch. Glaube ich. Wo ist der hin? Okay, gucken wir nochmal kurz oben auf der Treppe. Auf jeden Fall haben wir die Musik jetzt noch an. Nimm mal den Hamster. Können wir den nehmen? Ne, können wir nicht nehmen. Okay. Also hier ist nichts. Öffne mal die Tür. Diese Tür ist wohl verriegelt. Das geht nicht. Nur mal gucken, nicht, dass hier oben noch irgendwas Wichtiges wäre. Besser nicht. Diese Tür ist wohl verriegelt. Das heißt, dann können wir jetzt wohl runter in den Keller. Ja, es war nur dafür notwendig. Er musste uns immer wieder klein machen, damit wir halt eben hier in dem Raum bleiben und die Kugel finden. Im Grunde nicht so schlecht gemacht, ne? Wenn man halt eben sagt, du brauchst halt ein absolut wesentliches... Ja, ich hätte vielleicht die Musik nochmal ausmachen sollen. Ah, nun guck mal einer an, wie die hier schön aufgereiht stehen. Na komm. Großartig, jetzt können wir die Maschine ausschalten und diesen ganzen Tentakelquatsch verhindern. Oh nein! Puh, ich bin froh, dass das endlich vorbei ist. Yep, lasst uns hier abhauen. Wollt ihr schon gehen? Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns kennenzulernen. Upsi. Und ihr schon sind wir wieder klein. So kurzsichtig. Kurzsichtig. Brüller. Na toll. Haut ruhig ab, ihr kriechenden Insekten. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Na und? Tja, und du? Meine Schergen übernehmen die Welt, während wir hier reden. Und jetzt? Ich habe eh schon gewonnen. Ah, da ist doch Dr. Fred. Besser nicht. Dr. Fred hat doch hier sein nettes kleines... Lampe. Ich habe schon gewonnen. Aber irgendwie... Dr. Fred, sind Sie in Ordnung? Holt mich hier raus! Ich fühle mich, als wäre ich verpuppt! Nimm Dr. Nicht mein Typ. Nee. Ziehe Dr. Fred. Das hört sich nicht nach einer guten Idee an.
Ja, jetzt schießt er nur auf mich. Und wenn wir klein sind, dann aber dürfte er mich wahrscheinlich nicht treffen und stattdessen dann... Okay, also wenn wir jetzt schnell genug sind, dann können wir vielleicht anschließend wieder rum. Können es vielleicht gerade nochmal drehen und dann schießt er womöglich nochmal. Haut ruhig ab, ihr kriechenden Insekten! Truppe. Wir kommen nicht dran. Achso, okay. Hm, hab ich irgendwas übersehen? Ihr könnt mich nicht aufhalten! Hamstergenerator? Wir kümmern uns besser erst um Purpur-Tentakel. Tja, nur wie? Ich glaube, das Ding läuft besser mit etwas wie einem kleinen Nagetier. Also ich kann, das kann nicht sein, das ist kein Dead-End-Spiel. Es kann nicht sein, dass ich irgendwas vergessen hätte. Vielleicht nochmal reden? Also, was hast du gegen die Menschen? Menschen sind unsere Unterdrücker. Wir mussten in diesem schrecklichen Motel leben. Sie erschufen uns in einer Form, in der wir immer unterlegen sind. Versucht mal mit zusammengebundenen Beinen zu gehen, wenn ihr Klebstoff an den Füßen habt. ja, da sollte jetzt die Tage ein Remake rauskommen. Und genau deswegen war das für mich jetzt der Ansporn, nochmal das Original zu spielen. Aber Menschen haben die Matschmaschine erfunden, die euch super intelligent gemacht hat. Blödsinn. Ich erfand sie und schickte sie durch die Zeit. Ich wusste, dass Fritz Ego sie für sich beanspruchen würde. Ist das gut für ein Paradoxon? Wer, Fred? Aber es gibt doch nur einen. Richtig. Jetzt wisst ihr, warum ich Menschen hasse. Du bist ganz schön geschickt mit dem Ding. Immer genau ins Schwarze. Kleine Demonstration, gefällig? Ich wette, du kannst nicht mal deinen Kopf treffen. Netter Versuch. Bist du wirklich aus der Zukunft? Wer sollte sonst so genial sein und den Miniaturisierer erfinden? Guck dir seinen Bart an. Bist du mehr oder weniger intelligent als der Purpur-Tentakel aus unserer Zeit? Nee, der neue Teil ist einfach nur eine Remastered Version des alten Teils. Aber ich hatte 200 Jahre, um über alles nachzudenken. Bist du sicher, dass du eine Zukunftsversion von Purpur-Tentakel bist? Ich sagte doch, ich war es. Wie kannst du Haare ohne Schuppen haben? Es war nicht leicht. Aber das Geheimnis machte mich sehr reich. Lass uns über deinen Hass den Menschen gegenüber reden. Ah ja, er sollte jetzt vielleicht mal versuchen, auf Dr. Fred zu schießen. Was gibt es noch zu reden? Ich werde euch sowieso zerquetschen. Also. Hört sich an, als hast du Dr. Fred. Und da hängt er. Schieß doch mal auf ihn. Ich glaube, da hast du recht. Ich hasse nicht alle Menschen, sondern nur Dr. Fred. Warum selbst du zur Abwechslung nicht einfach mal Fred? Hm, vielleicht macht das ja Spaß. Tun's. Mist! Können wir das ausdiskutieren? Stumpf! Rede. Sicher. Ich komme zurück und das nächste Mal werden die Welt und alle ihre Einwohner mir gehören. Alles mir! Alles mir! Okay, kleiner Freund, schick das nach Sibirien. Das gute alte Sibirien. Oh, Zeitparadoxon! Alles wieder so wie früher. Unsere Arbeit ist getan. Juhu! Jetzt können wir nach Hause. Tja, Kinder,
das war spaßiger als ein Anzug voller Wiesel. Jetzt seht aber zu, dass ihr aus meinem Haus kommt. Bitte, Dr. Fred, Sie müssen uns zurückverwandeln. Wir sehen schrecklich aus und wir können keine Kleider von der Stange kaufen. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Vielleicht können wir durch Talkshows ziehen. Helfen Sie uns, Dr. Edison. Sie sind unsere einzige Hoffnung. Oh, schon okay. Ja. Idioten. Es sieht so aus, als ob ihr nicht ganz die Attraktion seid, für die ihr euch haltet. Ihr seid nur drei absolute Dummköpfe in einem großen Pullover. Tja, was soll man da sagen? Puh, bin ich froh, dass das erledigt ist. Sieht so aus, als wäre wieder alles in Ordnung. Die Tentakelflagge. Unser gutes altes Tentakelkostüm. Hat uns ja viele nützliche Dienste geleistet. Das war's, meine Damen und Herren. Schade, dass ich es nicht noch beim letzten Mal schon fertig bekommen habe, denn das war jetzt natürlich nur eine ganz, ganz kurzer Stream zum Ende von Day of the Tentacle, der Originalversion. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Remastered-Version wirklich so viel besser aussehen wird. Es gibt wohl einige neu gezeichnete Hintergründe, von denen ich schon gehört habe. Man hat wohl auch die Tondateien ein bisschen aufgewertet, aber wohl schon die Original-Synchro auch beibehalten. Also klar, das werden sicherlich auch einige Leute dann streamen, wenn sie die Remastered-Version erstmal haben. Der Kult muss ja neu auflegen. Das hier war jetzt auf jeden Fall noch die Version von 1993. Ein bisschen aufgebessert durch die Scum Virtual Machine, die wie gesagt völlig kostenlos und legal im Internet downloadbar ist, mit der sich viele alte LucasArts Adventure problemlos zocken lassen, die ja sonst teilweise auf normalen, modernen Systemen nicht immer mehr funktionieren oder zumindest nur mit ein bisschen Umstellerei oder Anstellerei. Und da gibt es eben auch eine Möglichkeit, die Grafikqualität auf High Quality Times 3 nochmal ein bisschen hoch zu rendern. Dadurch sahen also gerade die Charaktere hier und auch ein bisschen die Untertitelung sah hier jetzt also ein bisschen besser, qualitativ hochwertiger aus. Von daher dadurch also auch insgesamt das Ganze besser spielbar und nicht ganz so verpixelt und grob pixelig, wie das vielleicht der Fall gewesen wäre, wenn ich diese Render-Option nicht im Scum-VM noch hätte einstellen können. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, das ganze Adventure noch einmal komplett durchzuspielen. Allzu lang hat es ja nicht gedauert. Ja, die sehen wir genau, da sind nochmal die ganzen Referenzen an viele andere Spiele, die schon vorher erschienen worden sind. Sam & Max, auch noch ein Spiel, das ich ebenfalls hier habe. Da habe ich allerdings auch die Folgeteile, die ich in Zukunft auf jeden Fall auch nochmal gerne zocken möchte. Muahahaha! Das gute alte LucasArts-Logo. Ehrlich gesagt finde ich, sieht so viel cooler aus. Das hätten sie echt beibehalten sollen. Ja, jetzt Maniac Mansion, genau. Oh, Maniac Mansion, das ist ja auch noch viel, viel schwieriger, muss man ja sagen. Das Original Maniac Mansion. Ich glaube, ich habe das ja auch noch irgendwo rumliegen auf Diskette. Kein Witz. Und The Dig, das habe ich ja schon durchgespielt. Das könnt ihr auch auf meinem YouTube-Kanal sehen, wenn ihr wollt. Also The Dig da bereits als Playthrough einmal komplett vorhanden. Ich werde hoffentlich auch die Videos...